Guten Tag, meine lieben Mitmenschen und herzlich willkommen und frohe Weihnachten. Das geht immer in der Weihnachtsoktav von jetzt bis zum Neujahrstag. Und heute ist Dienstag, der 27. Dezember. Das ist der Festtag des Apostels und Evangelisten Johannes. Und wer heute am Tag des Winterhannes seinen Namenstag feiert, dem gratuliere ich von Herzen. Ich selber tue es nicht, habe ich glaube ich schon öfter mal gesagt, Johannes Nepomuk, 16. Mai. Und andere tun es auch nicht, die sind am 24. Juni dran beim Sommerhannes. Aber heute, wie gesagt, ist der erhabene Evangelist mit dem vierten Evangelium und dem Adler, der ihm zugeordnet ist. Und tatsächlich schaut er sehr scharfäugig, aber von einer großen Höhe mit einem sehr weiten Horizont auf unser Heil herunter. Aber er schaut nicht darauf herab, gar nicht, sondern er steht mittendrin in diesem Heil und es liegt ihm auch daran, dass es nicht irgendwie weit weg abstrahiert wird, sondern dass wir handgreiflich damit zu tun bekommen. Deswegen passt das auch gut in die Küche jetzt hinein. Dieses Johannesgedenken. Im Prolog seines ersten Briefes, da wird das noch einmal genau gesagt und da wird auch der Grund dafür genannt. Schwestern und Brüder, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir geschaut und was unsere Hände angefasst haben vom Wort des Lebens, das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkünden euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir auch euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Wir aber haben Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist. Das ist eine bedeutsame Stellungnahme, die wir uns immer wieder auch ins Gedächtnis zurückrufen müssen. Uns ist das Leben erschienen, das Leben ist uns begegnet und nicht in einem übertragenen Sinne, sondern wir haben es buchstäblich mit Augen gesehen, mit Ohren gehört und mit Händen angefasst. Oder wir hätten es anfassen können, wenn ich an Thomas denke, der wollte dann gar nicht mehr, sondern der hat gesagt, mein Herr und mein Gott, weil er überzeugt war. Johannes ist in Auseinandersetzung mit der Gnosis. Das ist, hat jemand mal gesagt, vielleicht die einzige wirkliche durchlaufende lebensgefährdende Gefährdung des christlichen Glaubens. Die Gnosis ist religiöse Weisheit und Erlösung durch Erkenntnis, nicht durch Glauben. Und das ist etwas sehr Intelligentes und Interessantes, aber es ist eben nicht das, was uns die Apostel verkünden. Der Glaube an Christus, der macht uns gerecht und macht uns selig. Und dass wir Gemeinschaft mit Christus bekommen und durch Christus mit Gott, wenn wir mit dem apostolischen Glauben in Verbindung kommen und ihn annehmen, das bezeugt uns Johannes. Von ihm sagt man, dass er einem Wort des Herrn getreu einmal einen Giftanschlag überlebt hat und aus einem Giftbecher trank und daran nicht starb. Und deswegen gibt es zum Johannesfest einen wunderbaren Brauch, der mir besonders gut gefällt, weil ich Wein so gerne habe. Jetzt baue ich mal zwei gute Flaschen vor Ihnen auf, die ich hier auf die Schnelle gefunden habe. Eine 2019er Sylvaner Rödelseer Küchenmeister, wie man sieht, aus Franken. Und einen 17er Xino Mavro Reserve Vieille Vigne von den Alpha Estates in Griechenland. Und diese beiden Flaschen werde ich jetzt segnen. Und jetzt könnten Sie einfach auf Ihren Stoppknopf drücken und mal schnell in Ihren Keller rennen oder wo Sie halt Ihren Wein haben und schnell auch eine Weinflasche dazu holen und dann segne ich Ihren mit. Und packe hier schon gleich mein Weihwasser aus. Und klappe das Buch zu, damit nicht alles nass wird. Kann losgehen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Herr, erhöre mein Gebet und lass mein Rufen zu dir kommen. Herr, unser Gott, du schenkst uns den Wein als Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Dein Sohn Jesus Christus hat Wein erwählt als Zeichen des neuen Bundes in seinem Blute.
segne diesen Wein, den hier auf dem Tisch und den die Menschen dir jetzt hinhalten, den wir zu Ehren des heiligen Apostels Johannes trinken. Lass uns erfahren, dass du der Gott bist, der die Herzen der Menschen froh macht und der Gemeinschaft stiftet. Um all das bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Jetzt besprenge ich meinen Wein und dann besprenge ich auch ihren und die Lori, die dahinter sitzt. Gott segne und behüte sie alle.